Jetzt sehe ich es an der Zeit, tatsächlich mal die Orgel zu betätigen, denn ich wüsste nicht, was wir noch suchen könnten. Einige Schlösser in dem Spiel sind leider immer noch zu, einige Türen immer noch verriegelt. Ich wüsste nicht, wie man die sonst öffnen sollte, höchstens irgendwie, wenn man von der anderen Seite rankäme. Ja, knappe 10 Minuten, also etwas mehr als 10 Minuten, dann sind wir tatsächlich bei 4 Stunden schon wieder. Und wer weiß, was das Spiel jetzt noch für uns birgt. Vielleicht ist ja nach dem Orgelspiel nicht gleich Schluss. Wer weiß. Aber ich gucke mir den Raum hier auf jeden Fall nochmal an, denn jetzt, wo wir den schon gefunden haben, ich bin wie gesagt der Meinung, den muss man, ich weiß es nicht, muss man den finden oder auch nicht. Auf jeden Fall lackiert der vierte Notenzettel. So wie ich das eigentlich verstanden habe in der einen Aufzeichnung, die wir gehört haben, tragen wir ja was bei uns, irgendwie um unseren Hals, Kette, bei, keine Ahnung. Ah, da vorne ist der Kollege. Da wollen wir uns jetzt nicht mit anlegen. Was wir jetzt aber tun wollen, ist, ja, auf jeden Fall da vorne rechts mal speichern. Nur für den Fall, dass uns noch was passiert. Denn jetzt, wo ich wirklich alle Notenblätter habe, alle, ich sag jetzt mal, alle möglichen. Ja, 14 von 20, also 6 von diesen Musikstatuen sind mir tatsächlich durch die Lappen gegangen. Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wo das sein sollte. Aber damit könnte ich mich jetzt sicherlich noch. Das macht das Spiel wieder ganz interessant. Ich könnte jetzt, wenn ich wollte, es ist jetzt nicht so linear, dass ich jetzt am Ende bin, alles habe und jetzt zum Ende kommen muss, sondern ich kann jetzt rein theoretisch nochmal nach diesen Statuen suchen, wenn ich wollte. Aber das ist dann, wie gesagt, so eine Fleißgeschichte, die möchte ich jetzt nicht machen. Möchte ich nicht, weil bin ja dann auch froh, wenn das Spiel vorbei ist irgendwo. Aber diese Türen jetzt verrammelt sind, na egal. Jetzt geht es in erster Linie mal darum, wieder zurückzukommen in den Hauptsaal, in den Eingangssaal, damit wir dann hoch. Beziehungsweise jetzt müsste ich sogar. Jetzt müsste ich sogar. Ich könnte es mal probieren, wieder in den ersten Stock und dann ins Erdgeschoss fahren mit dem Aufzug. Dann bin ich ja hinter der Orgel sozusagen. Oder unter der Orgel. Aber dann war ja da noch so ein Gerät, um diese Gittertüren dort zu öffnen. Ich mache das einfach mal. Das ist ja jetzt wirklich relativ zügig gemacht. Thomas! Hallo. Siehst du, komme ich nämlich nicht raus. Who's there? Thomas? It's me. Ja, so einfach komme ich nicht raus. Ich muss das Ding hier erstmal betätigen. Kann jetzt natürlich sein, es stellt sich raus. Das bringt gar nichts. I'm Und up here. ich bin hier oben, ja. Open. Jetzt gehen die Dinger auf, ne? Und auf beiden Seiten? Ja, natürlich. Und jetzt kann ich hoch zu. Thomas! Ist ja gut. Weißt du, die hören Geräusche, die Leute. Wo geht er hier jetzt nicht durch? Jetzt geht er. Who's there? Es ist Thomas? ich. Was hängt denn da? Hängt das schon immer da? Hier ist ja gar niemand mehr. Ja, ist in Ordnung. Aber hier ist niemand mehr. Das finde ich jetzt gerade interessant. Keine Gegner mehr. Aber hier ist alles zugerammelt, ne? Also nur um es mal gezeigt zu haben und um mich selbst nochmal davon zu überzeugen, ja, deswegen war die Tür da also nicht mehr. Ist ja gut. Nicht mehr durchdringbar alles zugestellt. Aber kein Mensch mehr hier und auch keine sonstige Kreatur. Thomas. Ich höre deine Stimme, aber ich sehe dich nicht. Wo bist du? Wo treibst du dich denn herum? Who's there? Es ist. Es ist. Thomas! Hallo. My love! You're safe! I had to flee the attic. I've been hiding from them ever since. But we must hurry. Do you have the cylinders? Yes. Du siehst irgendwie krank aus, Alter. Alte, Entschuldigung. Auch nicht gesund. Also ich habe noch nicht das Gefühl, dass das jetzt hier so wirklich positiv endet. Schauen wir mal.
auf den Schreck, dass wir sie gefunden haben, nehme ich erstmal ein Schlückchen Wasser. Und dann gucke ich mal, was es da so für Möglichkeiten gibt. Ja, ich vertraue dir. Hier hast du die Zylinder, meine Liebe. Nein, ich traue dir nicht. Ich werde das Gegenlied spielen. Ich habe noch nicht alle Zylinder gefunden. Ich habe alle Zylinder. Hast du die Zylinder, meine Liebe? Nein, ich traue dir nicht. Ich werde das Gegenlied spielen. Ah ja. Ich verstehe. Also jetzt, also vielleicht der ein oder andere Zuschauer hat es wahrscheinlich schon längst verstanden. Ich verstehe es jetzt erst, glaube ich. Also ich habe natürlich jetzt die 4 Notenblätter für das Gegenlied. Das heißt, ich könnte das jetzt spielen. Oder aber auch, ich könnte das normale Lied spielen. So sehe ich das jetzt mal. Aber was mache ich jetzt? Ich habe noch nicht alle Zylinder gefunden. Ist Blödsinn, weil ich habe sie ja. Ich könnte es natürlich probieren. Aber ist ja Quatsch. Jetzt ist natürlich die Frage. Jetzt habe ich ja wirklich also so viel Zeit mit diesem Spiel verbracht, wie sie kein Mensch sonst verbracht hat. Ich will mir das Ende jetzt natürlich auch nicht versauen. Ich vertraue dir, hier hast du die Zylinder, meine Liebe. Und sie macht dann, was sie will damit. We need all 4 parts of the siren song, all of the cylinders, or this will not work. Find them, and quickly. Okay, jetzt hat er quasi... I'll hide here until you return. Okay, also jetzt hat er quasi gelogen und gesagt, er hat nicht alle gefunden. Und hier ist immer noch so eine... Wo sollen die jetzt noch sein, bitte? Ja, also ich kann sie quasi wieder ansprechen. Ich werde jetzt Folgendes tun. Speichern. Es scheint ja niemand mehr zu sein. Ist keiner, kein Mensch da? Und auch kein Nichtmensch. Ich werde hier nochmal speichern. Einfach... Also, mich würde das interessieren, was es denn für Enden gibt. Dann kann ich euch vielleicht wenigstens... Sollten es 2 verschiedene Enden sein? Oder sollten es tatsächlich verschiedene Enden sein, die ich jetzt hier erspiele? Dann kann ich euch die wenigstens beide zeigen. Und sollte dem nicht so sein, dann gibt es halt nur 1. Aber ich meine mal gehört zu haben oder gelesen zu haben, dass es mehrere Enden hat. Und gerade in diesem Moment könnte ich mir jetzt... vorstellen, dass es mindestens auf jeden Fall 2 hat. Wenn es mehrere hat, hat es natürlich mindestens 2. Und natürlich innerhalb so kurzer Zeit vielleicht gerade diese 2 verschiedenen oder 2 von den, was weiß ich, wie vielen Enden zu erspielen oder erspielen zu können, indem man da nur eine Entscheidung und dann mal eine andere Entscheidung trifft. Diese Möglichkeit lasse ich mir jetzt mal nicht entgehen. Also, wir machen Folgendes. Hallo! Have you found them? Do you have all the cylinders? Ich vertraue dir nicht. Ich werde das Gegenlied spielen. We shall end all this madness and disharmony and gain control of the siren's song for ourselves. Bring order to them. What are you doing? No! Thomas, you don't understand. We must... Warum spielt die Orgel jetzt alleine weiter? Thomas? What am I doing? The counter song, yes. Sehen den Mann da, er hat Mann.
this misery and suffering. To free this thing and my family from this curse. Okay. In the light, new harmony was found. Old chains were broken, and in the aftermath of the song's end, a new one began. Oh, das ist der Abspann. Lass ich jetzt einfach mal so laufen. Das ist, so wie ich das sehe, dann mal das positive Ende. Ein positives, ich weiß wie gesagt nicht, also wenn es heißt mehrere, dann sind es ja mal mindestens zwei, aber es scheint jetzt tatsächlich so zu sein, dass es aus meiner Sicht zwei sind und es entscheidet sich tatsächlich genau am Ende des Spieles, egal wie man den Spielverlauf in irgendeiner Weise oder wie man während des Spiels handelt oder sonst ähnliches, man entscheidet in diesem einen Moment an der Orgel zum Schluss, welches Ende man haben möchte. Wir haben jetzt das Gegenlied gespielt und haben somit, wie ich finde, das positive Ende erlangt. Und wir schauen uns dann in einer weiteren Aufnahme dann das gegenteilige Ende an. Das gibt es dann in einem separaten Video, das sehr, sehr kurz sein wird. Ja, dann möchte ich mich jetzt an dieser Stelle erstmal fürs Zuschauen bedanken. Herzlichen Dank wirklich dafür. Den Abspann lasse ich jetzt noch bis zum Ende schön durchlaufen. Ihr könnt gerne ein Däumchen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr natürlich ein bisschen kommentieren möchtet, dürft ihr das auch gerne machen. Glocke aktivieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ja, dann war es das schon von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen nochmal. Und tschüss. Da schau her, da ist ja noch was. Da schau her. Unglaublich. Das ist wohl Papas Grab. Ja. Statistiken, Schwierigkeitsgrad normal, Spielzeit 10 Stunden 32 Minuten. Ja, geil. Ne? Für ein Spiel, für das andere knapp über 3 Stunden brauchen, auch mal 3,5, vielleicht auch mal 5 oder 6. Ich toppe das Ganze immer mit doppelter Spielzeit. Musikstatuen 14 von 20, Dokumente 22 von 30, Fotografen 14 von 15. Wo soll denn noch einer gewesen sein?
Egal. Anzahl der Speicheraktionen 55. Anzahl der Gerätenutzungen 32. Tode 38. Eingesteckte Schläge 80. Anzahl Heilungen 15. Kommst du gar nicht hinterher mit mal heilen, ne? Nette Statistik, das war spitze. Ob ich das jetzt drin lasse im Video nachher oder so, das sei mal eingestellt. Ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ja. Also wenn ihr es seht, ja. Wenn nicht, dann nicht. Also wer es jetzt sieht, ja, ich hab's drin gelassen. Obviously. Okay.